Hossa, und da bin ich mal wieder, eure gestrenge Walküre Honkine von Honkheim. Zu einer neuen Aufsitzungsnahme hier in St. Alfons. Alfons, wo bist du? Alfons, ich vermisse dich. Ach komm, fangen wir mal an mit ein bisschen Bäume fällen. Die sollen ja hier nicht bleiben auf Dauer. Nö, sollen sie nicht. Hast du tatsächlich gedacht, dass die hier stehen bleiben sollen? Das wird eine Abtei, eine verfugte Kirche. So, eine Kirche. Es gibt ja mehrere Ausspruchweisen nach dem heiligen G-Punkt. Ne? Kirche ist falsch. Kirche ist ganz weit oben. Kirsche geht auch. Kirsche geht auch. Also, ja. Ich muss mich immer wieder drüber lustig machen. Ist doch, ich weiß nicht, macht er das noch? Ja, man hört so wenig von ihm in letzter Zeit. Ja, überhaupt. Die Let's Playerei scheint eine, ja, aussterbende Kunst zu sein, die immer mehr dem unsäglichen Livestreaming weicht. Ich weiß nicht, was findet ihr eigentlich alle so geil daran, immer auf euren Let's Player warten zu müssen oder euren Streamer warten zu müssen, dass er anfängt zu streamen und ihr müsst zu Hause sein und dürft das bloß nicht verpassen, weil ansonsten der streamt ja erst wieder nächste Woche oder so. Nee, also irgendwie. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Gelästers. Ja, auch heute gibt es wieder eine Menge zu lästern. Ganz besonders mal wieder über eine Person, die wohl bekannt sein dürfte. Ach, ich würde ihm zu viel Ehre machen, wenn ich sagen würde, Nemesis. Weil eigentlich ist er ja keine Gefahr für mich. Meine Güte, warum stottert das schon wieder so? Fällt schon wieder mal der Game-Sound aus? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Und diese Perücke hier macht mich wahnsinnig. Alle anderen Perücken sind irgendwie cool, aber diese hier macht mich wahnsinnig mit diesen langen Zotteln, die sich nicht mal kämmen lassen. Dann reißen sie nämlich aus. Billige Scheuße. Ich brauche mal eine richtige Echthaarperücke. Ja, muss ich mir eine Blondine erjagen? Ist mir auch sonst nicht so schwer gefallen. Alter, rede dich nicht schon wieder um Kopf und Kragen. Also, ja, meine Lieben, es ist der 2. März 2021 und ich bin hier wieder voll am Start und die Katzen miauen mir ins Ohr, bis mir die Nase platzt, wollte ich gerade sagen. Was erzähle ich hier alles für einen Scheiß? Jo, ich würde gerne diese Öfen in Betrieb halten irgendwie. Warum ist das so verteilt alles? Sowieso ein großes Chaos hier. Wir müssten hier irgendwann mal, ne? Weiß schon Bescheid. Ist schon klar. Ja, ist noch Netherrack zu brennen. Alter, ich weiß hier wirklich nicht, wo ich noch irgendwas reinschmeißen soll. Irgendwas heißt das natürlich. Ja, Lagerraum. Weiß ich gar nicht, wo wir den machen sollen. Ich weiß auch wirklich gar nicht, was ich heute machen will, weil, ja, es gibt so vieles zu tun. Ich habe aber keinen richtigen Plan. Also so irgendwie, Black Concrete, Black Concrete, Black Concrete, Black Coal Block. Okay, alles klar. Wir sollten mal ein paar Kohleblöcke machen, weil, sonst fällt mir hier echt das Inventar auseinander. Ich habe heute irgendwie Bock, Höhlen zu erforschen. Weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Mal schauen. Oh, der Spielsound stottert heute so. Was ist denn da hier los? Freunde. Hat hier einer von euch meinen Spielsound irgendwie gestört? Aha. Moment mal. Ja, also irgendwie ist das seltsam in letzter Zeit. Ja, dieser komische Bluetooth-Empfänger, der hat ja die erste Zeit eine recht gute Arbeit geleistet, aber in Fallout bringt er mich schon zum Wahnsinn irgendwie. Ja, das ist tatsächlich noch möglich. Ja, wollen wir jetzt mehr fällen von dem Kram hier? Oh, gegen das Mikrofon geknallt. Super. Nicht. Ja, also ich glaube, ich fäll noch einen Baum, dann kann ich euch noch ein bisschen was erzählen und dann wird es hier gleich richtig langweilig. Ja, also ich habe hier heute keinen richtigen Plan für den Bau, weil, wie ich schon mal sagte, die Skizze von St. Ursula, also jetzt ist es ja St. Alfons noch, ja, kann sich auch ändern. Wenn sich hier irgendein netterer Zuschauer einfindet und der Alfons meldet sich hier einfach nicht mehr, dann geht das ganz ratzefatze. So. Das hat ja der Polekim schon gesehen, und der Daniel und so weiter und so fort und die Ursula schlussendlich auch, ne? Ja, also. Ich finde das ja nicht gut, hier immer drohen zu müssen, ne? Mache ich ja echt nicht gerne. Es wäre ja schön, wenn hier alles so wunderbar laufen würde. Aber es ist so, eigentlich ist von meinen Stammzuschauern, die hier früher regelmäßig kommentiert haben, nur noch der Horsti übrig. Mein teuer Horsti, ne? Mal wieder hier die Fanfiction in Gang bringen.
Ja. Ach, es gibt so viel zu erzählen. Und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Und ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ich will nämlich eigentlich ja nicht meckern oder irgendwie rumätzen oder sonst was. Und eigentlich soll ja hier alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles ganz super sein. Ne? Ab und zu erzählt der Honk mal ein bisschen von seinen Depris, aber das war es dann auch schon. So in der Richtung. Ne? In der Richtung soll das hier laufen. Aber es gibt halt auch Sachen, die laufen halt so und da muss dann der Honk auch schon mal sagen, irgendwie, dass das so nicht okay ist. So, warte mal, haben wir eigentlich irgendwo eine Ho? Weil wir könnten von hier oben schon mal ein bisschen dieses Erdbeerquatschimatschi weg. Das wird jetzt. Das wird. Au, 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 au. Er schreit da schon, obwohl gar nichts passiert ist, ne? Hammer, Kollege, was ist hier los? Suicide is no solution, Digga. So. Spielsound knackert schon wieder. Aber Mojang, habt ihr schon wieder irgendwas geschraubt, was irgendwie, ne? So. Ja, die Ho hier. Die nehmen wir mal mit. Ho, ho, ho. Und ja, Setzlinge. Wo packe ich jetzt die Setzlinge hin? Ich will keine. Alter, diese Doofbewohner. Es gibt hier gleich eine Axt im Kopf, aber sowas von. So. Ja, wir versuchen mal von oben möglichst viel von dem Quatschi-Matschi wegzubatschen und uns dabei nicht selber auf die Fräse zu batschen. Das wäre wirklich. Ich glaube, ich sollte lieber erstmal. Habe ich eigentlich ein Bett dabei? Ich werde mir mal ganz schnell eins klauen. Ist denn das Bett geblieben? Sag, wo ist mein Bett geblieben? Steh auf. So. Steh auf. Steh auf. Super karrig. Lässt sich nur schwer trinken, weil einem ständig diese Flusen ins Gesicht kommen. Also, liebe langhaarige Frauen, ich war ja mal selber langhaarig. Mag's gar nicht glauben, ne? Geh aus dem Weg. Sonst gibt's hier ein Unglück. Aber so was von. So, dann mache ich schon mal den Quatsch hier auch weg. Der ist zwar wunderschön, aber wir müssen für solche Dinge andere Stellplätze finden. Ne? Verstehst du, was ich meine? Kollege, du gehst jetzt hier runter, damit ich hier arbeiten kann. Sag mal, Vogel. Was will der da oben? Ja, also ich habe wirklich den Verdacht, dass unsere Dorfbewohner, naja, sie haben ja schon immer Suicidal Tendencies gehabt. Ne? Das ist ja nichts Neues. That's no news, my friend. Oh, guck mal, kriegen wir wenigstens schon mal das unten weg. Alter, und wir kriegen Schroomlights. Habe ich eigentlich Dreck dabei? Ich werde mich gleich was saumäßig Riskantes machen. Ich werde mich darüber bauen und dann versuchen, den gesamten Schroomkram, wegzuhacken. Ja, das geht wirklich schneller. Danke an die Wikipedia, an die Minecraftpedia für den Hinweis. Hat mir ja sonst keiner gesagt. Mir sagt hier ja keiner was. Da meckert er schon wieder. Nee, tut er nicht. Nee, also von meinen alten Stammzuschauern, nicht mal der Raspoale ist noch hier. Und Raspoale, da dachte ich mal, dass er ewig. Ich dachte, er würde hier ein ewiger Zuschauer sein. Oder er kommentiert hier halt einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Es stimmt mich nur nicht gerade fröhlich. Und tut auch mit dem Umstand, dass ich manchmal daran denke, wirklich hier Feierabend zu machen, weil mir ganz einfach der Kanal tierisch viel Zeit kostet. Da stimmt mich das irgendwie ganz fragwürdig. Also, wieder Quatschi-Matschi abbauen. Entschuldigung, dass wir das jetzt hier gleich am Anfang machen müssen, aber irgendwann muss es sein. Ja. Ja, ich will ja auch nicht nur Negatives sagen. Wir können ja auch hier mal über das, was heute vielleicht passieren wird oder ganz sicher passieren wird, reden. Und zwar, ich will heute auf jeden Fall wieder runter in die Mine. Ist klar, ne? Mine
Ist Pflicht. Boom. Ich muss aufpassen, dass ich da runterkomme, ehe die Shroomlights disappearen. Alter, jetzt muss ich hier ständig rauf und auf und ab. Auf und nieder, immer wieder. So haben wir es früher gemacht, so machen wir es heute. Ich frage mich immer noch, ob das ein unanständiges Lied ist. Meine Freundin hat ja gesagt, ach du spinnst ja, das ist ein Lied übers Bergsteigen. Ja, weil halt die Bazis und die Ösis, die sind ja ewig nur am auf die Berge steigen und wieder runtersteigen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Also wenn ich es positiv und wenn ich es, wenn ich mal ganz klar so sagen so, ah ja, es wird schon nichts Unanständiges bedeuten. Weißt du was, wir müssen noch eine Truhe bauen. Oder, ach ja, wir haben ja hier noch eine. Also wenn ich, sagen wir jetzt mal, nicht unanständig sein will, sondern ganz einfach sagen will, ja, was kann es denn mal im besten Sinne bedeuten? Dann nehme ich an, dass es sich dabei um so eine Art Volkstanz handelt, ne? Wo man halt immer in die Knie geht und dann wieder auf und hast nicht gesehen, gibt's ja so einen Quatsch, ne? Und aber ganz ehrlich, auf und nieder immer wieder, so haben wir es früher gemacht, so machen wir es heute. Das hört sich wirklich an, so haben wir früher Kinder gemacht, ne? Und wir machen sie auch noch heute so, ne? Meinst du nicht auch? Ist doch eine grandiose Erklärung. Besser als alles andere, würde ich sagen. Alter, warte mal. Hose of the Jahrhunderte, ey, wirklich. Das sieht geil aus. So, da ist noch was. Den kriegen wir wohl nicht, oder? Ja, indem wir den da zerstören. Aber die müssen eh alle gefällt werden. In der Kirche stehen keine Bäume. Nur zur Weihnachtszeit. Wenn es draußen klinkert und es schneit, ne? Dann sind wir auch zu Bäumen in der Kirche bereit. Nee, aber auf und nieder immer wieder. So haben wir es früher gemacht, so machen wir es heute. Das riecht für mich doch schon sehr stark nach einem sexuell eingefärbten Liedgut. Das man ganz einfach so gemacht hat, damit, weißt du, die sind da ja alle obergläubig da, so in Ösiland und so weiter. Die sind ja alle obergläubig und die wollen natürlich nicht, dass der Herr Pfarrer, ne, weiß, dass sie solche Schweinereien singen, und deswegen gehen sie dann her und dann wird das halt, wieso Herr Pfarrer, wir haben nur über unseren Dorftanz gesungen. Ja, ich rede hier wieder ein Quatsch, ne? Ja, das ist der Honk. Der ist so. So, ich hau mich hier mal durch. Und dann machen wir mal hier die Hose der 1000 Jahrhunderte weg. Ach ja, ich muss jetzt langsam anfangen, am Special für die 1000. Folge schon zu arbeiten. Na, jetzt habe ich die Hose zerklüppelt. Wir sind ja jetzt schon über Folge 700 und ich habe mir vorgenommen, also spätestens bei Folge 750 muss ich dann endlich mal anfangen. Ich werde nämlich ein Very Best of Honk machen, so irgendwie so in der Richtung. Gronkh hat ja eigentlich auch nichts, also Herr G. Hat ja eigentlich auch nichts anderes gemacht, wenn man es so generell sieht. Und im Speziellen, nein, du nimmst da jetzt keine Sand, ich wollte gerade Sand verwenden dafür. Jetzt mache ich etwas, das einigermaßen riskant ist. Ist mal was, Kollege. Ist immer gut genährt zu sterben, also das ist, weißt du? Ja. Es mag mal gar nicht quallen, ne? Es mag mir mal fei gar nicht quallen, wie der Bayer oder der Pseudo-Ösi sagen würde. Also ich. So. Ja. Geht schon schneller als mit den anderen Bauwerkzeugen. Ja, ich weiß, diese Ranken kann man auch anders abbauen, dann bekommt man sie auch. Aber das ist mal fein wurscht. Ich will jetzt einfach nur den Quatsch hier weg haben, damit der hier nicht in der Luft hängt. Manchmal wünsche ich mir ja, ich würde solche Dinge gar nicht erst pflanzen. Ja, hättest du mal früher drüber nachgedacht, ne? Du Honk. So, höre ich sie alle sagen. Ja. Wie ich vorhin schon erwähnte, also eine Person, die ich namentlich jetzt nicht mehr erwähnen möchte, weil sie es ganz einfach nicht verdient hat, sie ist meiner Worte eigentlich gar nicht würdig. Aber ich muss es hier ganz einfach mal sagen,
Weil es könnte sein, dass du, wenn du einen YouTube-Kanal führst oder einen YouTube-Account hast, dass bei dir ein Kommentar auftaucht oder eine Nachricht, die vor mir warnt, dass ich ein ganz schlimmer, schlimmer Lügner wäre, der euch alle mit meiner schlimmen Lüge wohl ins Unglück stürzen oder zum Satan führen will. Ich habe ja keine Ahnung, was der Vogel meint, warum ich das mache. Er hat ja auch selber keine Ahnung. Nee, es gibt da jemanden, die Altveteranen auf dem Kanal werden vielleicht sogar wissen, wer er ist. Ich sag's nicht mehr. Der hat es schon mal mit einem anderen Account versucht, mir hier meine Leute abspenstig zu machen. Und zwar indem er behauptet, ich würde euch allen die Hucke voll lügen. Er hat auch keine Ahnung. Er schreibt selber, dass er nicht weiß, warum ich das mache. Ja, schön, dass er den riesengroßen rosa Elefanten im Raum selber sieht. Ich frage mich allerdings auch, warum er das macht. Warum er es für nötig hält, auf die Kanäle befreundeter YouTuber zu gehen und dort buchstäblich seitenlange Pamphlete vorzüglich in vorzüglichstem Deutsch ohne Schreibfehler und so weiter. Sachliche Fehler ja, aber ohne Schreibfehler abzufassen. Also man muss da schon eine richtige Zeit investieren. Der Mann muss schon richtig Zeit investieren in seine Mission, welche auch immer das sein mag. Vielleicht bin ich ja wirklich der Satan. Das Ding ist, ja, der riesengroße rosa Elefant, der im Raum steht, und laut Mut, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ist doch der. Aus welchem Grunde sollte ich das machen? Aus welchem Grunde sollte ich euch hier irgendwie beschwindeln über irgendwelche Sachen, die ich euch erzähle? Ich muss hier gleich mal eine Sache klarstellen, die mir der gute Mann vorgeworfen hat und wo ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe, einen Fehler. Und das muss ich sagen, um mich selber zu schützen, weil er da gleich so einen dämlichen Kommentar gebracht hat. Man weiß ja nie. Ja, als ich gesagt habe, dass die Dame, die ich damals kennengelernt habe, zu meiner schlimmen Zeit meine Enkeltochter sein könnte, da habe ich ein wenig übertrieben, habe nicht richtig gerechnet, weil das wäre einfach nicht möglich gewesen. Knapp wäre es möglich gewesen. Ich kann es sagen, sie war 22. Wie alt ich 2015 war, möchte ich jetzt nicht ausrechnen. Ich bin zu blöd dazu. Aber auf jeden Fall, es ist schon ein reichlicher Altersunterschied gewesen. Das war doch halt das, was ich meinte, Freunde. Und ja, nicht, dass mir hier irgendeiner unterstellt. Er hat nämlich gleich so geschrieben, so von wegen, was anderes möchte ich mir nicht unterstellen. So, hihihihi, ne? Ja. Vogel, das will ich auch hoffen. Sowas, das gibt mal ganz schnell eine Verleumdungsklage. Und da sind wir nämlich schon an dem Punkt. Also, wenn er nicht langsam aufhört mit dem Quatsch, dann werde ich ganz einfach mal bei YouTube ein bisschen, ja, okay, er ist ja mit seinen Fake-Accounts unterwegs, deswegen kann man ihm ja wegen Cybermobbing nicht kommen, aber zumindest kann ich jeden seiner Fake-Accounts sperren lassen. Das ist dann schon mal ein Spaß. Ja, ne? Apropos Fake-Accounts, ne? Er hat mir ja unterstellt, es würde Stefan nicht geben, ne? Weil wir nämlich uns über Creeper und Witherspawner unterhalten haben. Kollege, ne? Kollege, das spricht für deine soziale Kompetenz und für deine Erfahrung mit sozialer Interaktion, dass du nicht weißt, dass man unter Kollegen auch mal Insider-Witze machen kann. Und vor allen Dingen, weil ich ja in der Folge, wo der Stefan und ich uns halt so ein klein wenig beömmelt haben über. Moment, ich muss mir jetzt hier oben eine Axt bauen, weil ich zu blöd war. Wo wir uns beömmelt haben über Creeper und Witherspawner, ne? Also, es war in den Kommentaren einer Folge, in der ich ja rumgeblödelt habe über, ja, da ist sicherlich ein Creeper-Spawner, weil so viele Creeper kommen. Halt. Und dann hat Stefan halt irgendwie geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, so von wegen, dass er mir viel Glück wünscht mit meinem Creeper-Spawner oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ach, scheiße, ich kann mir ja auch nichts alles merken. Auf jeden Fall meinte ich dann so von wegen, ich habe ein viel größeres Problem als Creeper-Spawner. Ich habe nämlich jetzt inzwischen einen Wither-Spawner entdeckt. Und ich habe in der Folge schon geblödelt, wohl klar genug, so dass jeder, der halbwegs auch sozusagen nicht ein 100% Autistentum hat, wissen müsste, dass es eine Witzelei war. Ja, und sowas geht.
Und dass ich niemals annehmen würde, dass es einen Creeper-Spawner gibt. Natürlich gibt es den nicht, du Vogel. Und Wither-Spawner schon mal gar nicht. Ja, hast du recht. Und ich habe auch nie behauptet, dass es welche gibt. Das sind Witze, mein Guter. Das ist Rumblödelei. Kennst du vielleicht nicht. Genauso wie du auch kein richtiges Leben kennst. Ansonsten könntest du glauben, dass ich in meinem Leben schon einiges erlebt habe. Natürlich. Das sind alles solche Dinger, ne? Ich mag mich hier gar nicht so aufregen. Also, diejenigen, die wissen, worum es geht, die wissen jetzt, worum es geht. Die anderen werden jetzt komplett... was erzählt der Honk da? Ich kann es nur noch mal kurz sagen. Es gibt da einen Menschen, der zieht halt planmäßig über die Kanäle meiner Online-Freunde, meiner YouTube-Freunde und versucht mich als schlechten Menschen darzustellen, der euch alle belügt. Und zwar, weil er Dinge nicht versteht, weil er zum Beispiel nicht versteht, dass ich ein ganz anderes Leben als er gelebt habe. Ich habe in meinem Leben am Anfang eben keinen Wert auf Karriere gelegt und so weiter und deswegen erstmal frei und wild gelebt. So. Und deswegen konnte ich durch die Weltgeschichte trampen und Spaß haben.